Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem zweiten Teil des Unboxing Dietz Petroleumlampen Videos vom Shop petroleumlaterne.de. Aus Gelsenkirchen übrigens, aus dem wunderbaren Ruhrpott. Ich habe im Internet auch gelesen, dass der Herr Ulrich, welcher jetzt auch immer davon derjenige ist, der auf dem Bild war, dass der da aus seinem Hobby quasi so eine kleine Berufung gemacht hat und jetzt Petroleumlaternen verkauft. Also nicht nur Feuerhand, sondern auch Dietz und auch noch viele andere tolle Sachen. Ja, die erste Lampe haben wir gerade gesehen. Ich habe es jetzt noch nicht repariert. Ist auch erstmal egal. Wir gucken uns jetzt die zweite Lampe an. Es ist eine relativ kleine Lampe. Natürlich auch hier wieder das Plastik, die Plastikverpackung. Also die muss man nicht aufheben, die schmeiße ich weg. Dann haben wir hier halt die kleine Dietz-Lampe. Um das jetzt mal zuzuordnen auf der Rechnung, also wir hatten jetzt die vernickelte Version, hatten wir für 19,95 €, das ist hier diese hier. Und dann haben wir noch die Komet Nummer 50, schwarz, Messing, zweite Wahl. Prinzipiell müsste das diese hier sein, die kleine, 10,85 €. Ne? Warum das jetzt zweite Wahl ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir schneiden auf, hier oben auf jeden Fall auch erstmal wieder das Teil ab. Zack. Nehmen die Bedienungsanleitung raus. Hier, wir haben Fließband die Arbeit. Gucken uns die Lampe noch mal ein bisschen genauer an. Also was auffällt, die ist natürlich um einiges kleiner als die Nummer 76, Nummer 50, Nummer 76. Ist aber grundsätzlich genau gleich aufgebaut. Ne? Drehen die mal. Wir haben ja einen Deckel in Messing, würde ich sagen. Zumindest das Oberteil. Oder Messingfarben, wie auch immer. Ich bin jetzt kein Experte. Ja, hier genau gleich. Wir haben hier den Einfüllstutzen dann fürs Petroleum. Das Drehding. Ne? Ja. Man muss das Gewinde natürlich auch relativ gerade treffen, was hier so ein bisschen bei der Lampe war ein bisschen schief, glaube ich. Ah, jetzt genau. Gerade draufsetzen und dann rein damit. Ja, schwarz, relativ elegant. Hier sehen wir nochmal hier unten diese beiden Aufkleber. Ne, das ist beides die Hurricane Laternen, Nickel Plated und Black with Gold Trim. Dietz made in China, einmal 0019 und 0030. Naja. Hier haben wir auch halt diesen Hebel. Ja, der ist aber. Ach, man kann das hier sogar so ein bisschen einrasten. Das ist natürlich cool gemacht. Das hat diese Lampe hier nicht, die große. Also die Nummer 76 hat das nicht und die Nummer 50, die sehr günstige, hat hier halt so eine Aussparung, wo man diese Vorrichtung im Prinzip wirklich einrasten kann. Das ist wirklich cool gelöst, ne? Auch wenn es natürlich nur billiges, scharfkantiges Blech ist, sage ich jetzt mal. Aber das ist wirklich eine nette Sache. Ne? Man kann es natürlich genauso auch wunderbar dann wieder runterlassen, das Teil. Ne? Das hier funktioniert natürlich genauso. Ne? Hier hochziehen, Glas nach hinten wegkippen. Jetzt kommen wir hier schon so ein bisschen, jetzt wird es problematisch. So, ich ziehe das Ganze nach oben. Ja, das ist, ja. Ich weiß nicht, ob es deswegen zweite Wahl ist, also sie sieht aus wie neu. Man kriegt das Glas da nicht so wirklich raus. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich irgendwas kaputt machen. Das ist schade. Gut, aber ich hoffe, man muss nicht wirklich an diesen Brenner ran. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Nee, ne?
Aber man kann das doch nicht irgendwie falsch zusammengebaut haben. Das geht doch auch nicht. Ne? Also wenn ich das jetzt hochnehme, da, also wie gesagt, hier fehlt so ein bisschen was. Das ist eigenartig. Es sei denn, es gibt hier noch eine spezielle Stellung, aber das glaube ich weniger. Na, hier oben, das ist halt so ein bisschen verbogen. Ne, hier oben drauf ist es gerade. Also das hier könnte zweite Wahl sein. Ja, warum das jetzt, wie gesagt, nicht so ganz funktioniert, ist eine gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Also, einen Versuch haben wir noch. Das nach oben ziehen. Jetzt Glas nachher kaputt, wenn ich das damit Gewalt mache. Ja, funktionieren wird sie trotzdem. Also das wird auf jeden Fall eine Lampe sein, die ich benutze, die ich mir nicht irgendwo hinstelle. Mache ich jetzt mal so. Na, gut, zweite Wahl. Aber für 10,85 Euro kann man wirklich nicht sagen. Ne, das ist in Ordnung. Wie gesagt, das hier, das gefällt mir. Das ist eine schöne Sache. Ne? Und dann kommen wir zu unserem Schmuckstück. Hier und heute, und zwar zu der Dietz Little Wizard Nummer 30. Ne, die größte im Bunde, ne, wenn man sich das jetzt so anguckt. Ne, ich zeige euch das mal ganz kurz, die Höhe. Ne, also die ist um einiges höher und größer. Und natürlich auch teurer. So, packen wir das Ding mal aus. Die war auch angegeben mit der höchsten Leuchtkraft. Also die soll am hellsten sein von allen. Bedienungsanleitung. Dietz-Schild. Machen wir auch wieder ab. Zack. So. Ja, die sieht schon edel aus. Also schön groß. Breiter Docht. Breiterer Docht als die kleine Nummer 50. Dann hat die Wizard Nummer 30. Relativ breiten Docht. Auch wieder den kleinen Aufkleber. Heißt genauso Hurricane Laternen, nur eine andere Artikelnummer 0049 und Black with Gold Trim. Naja, okay. Ja, hier auch Deckel. Ja, genau gleich. Könnte man auch untereinander tauschen, mit Sicherheit. Hm. Muss man auch ein bisschen gucken, dass man den genau gerade aufsetzt. Das ist aber, glaube ich, auch bei vielen Petroleumlampen der Fall. Genau, jetzt ist... Na, war nicht. Ja, wenn es mal schnell gehen muss. Ne? So, ist auch nicht ganz. Irgendwo... Ich muss mal gucken hier. So, also. Sagen wir das, ne? Ist er so schräg oder so? Jetzt ist er da. Ah ja, jetzt. Okay, gut. Jetzt ist er drin. Ja, hier wie gesagt auch das Drehrädchen. Das Drehrädchen ist außen hier bei allen dreien übrigens auch so ein bisschen angeraut. Das ist eine ganz nette Geschichte. Ne? Und was hier jetzt auffällt, wie gesagt, was die silberne nicht hat, die Nummer 76, ne? Also die ist wirklich relativ einfach, aber die Little Wizard Nummer 30, die hat hier auch diese Blechvorrichtung, dass man das hier fürs Anzünden, oh, das bleibt sogar automatisch da drin, ne? Dass man hier dann unten rankommt und anzünden kann. Das ist natürlich cool. Ne? Man kann das jetzt hochschnellen lassen, ich lasse das aber lieber so ein bisschen, ne, sachte. Ja, das ist nicht schlecht. Dann gucken wir mal, wie das hier jetzt so aussieht, wenn wir das jetzt hier mal abklappen. Ich ziehe jetzt das Ding hier hoch, das geht relativ hoch. Man kann das Glas auch rausnehmen. Ich nehme lieber das Glas raus, bevor irgendwas kaputt geht. Ne? Und dann haben wir hier im Prinzip dann auch den Brenner. Der ist hier unten auch wieder so eingerastet in zwei solchen Nuten. Das ist jetzt relativ fest. Ne? Wir haben dann jetzt hier halt diese Dochtschiebevorrichtung oder halt Brenner, ne? Wie man das so sagen möchte. Einen schönen Docht. Ne? Also der ist auch um einiges breiter. Wir machen das mal ganz kurz. Wir vergleichen noch mal kurz den Docht mit der silbernen. Ja,
man sieht, er ist doch ein kleines bisschen breiter. Ich schätze jetzt mal, weiß nicht, vielleicht 12 mm, nur schätzungsweise. Die Brenner sind sonst sehr identisch. Die Rädchen sind, wie gesagt, ja auch beide so ein bisschen angeraut. Außen, dass man halt besseren Grip hat, zumindest ein kleines bisschen. Ja, im Prinzip ist es ein ganz einfaches Prinzip, wie halt bei so einer Petroleumlampe üblich. Ja, packen wir das mal wieder da rein. So. Na. So rum schiebt man das da rein. Aha, okay. Also hier, das sitzt auch relativ fest. Das ist nicht irgendwie wackelig oder so. Das ist schon, das sitzt schon gut. Also man merkt da schon so einen kleinen Unterschied, sage ich mal. Nicht nur vom Preis, weil natürlich, wir gucken nochmal, die silberne 19,95 Euro. Zweite Wahl, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist nicht schlimm, dass es jetzt nicht aufgeht. 10,85 Euro, unschlagbar im Preis. Hat aber hier auch schon die seitliche Vorrichtung. Und hier natürlich für die 25,95 wirklich das, ich sage jetzt mal, ein sehr, sehr gutes Produkt. Obwohl natürlich hier die Tankdeckel, also die sind halt überall immer ein bisschen fummelig. Macht man ja auch nicht alle zwei Minuten auf und zu, um reinzugucken, wie viel ist noch drin oder so. Das macht man ja nicht. Ja, also das ist wirklich eine schöne Sache. Mit der bin ich ganz zufrieden. Wie gesagt, jetzt kann man hier wieder das Glas einsetzen, dann hier oben wieder hochziehen. Das, am besten man macht es immer mit zwei Händen, aber ich habe jetzt halt nur, also vielleicht so zwischen den Beinen oder so, dass die Lampe ein bisschen fest ist. Ja, also wirklich nicht schlecht, muss ich schon mal so sagen. Wir drehen den jetzt hier noch mal ein bisschen zurück. Führen das Ding hier jetzt erstmal wieder ein. So. Na, wo haben wir denn das? Ach so. Geht auch immer nur so ein bisschen so in eine Richtung, weil sonst passt das mit dem Drehrädchen nicht. So, haben wir. Ja, schön. Also mein Voting im Prinzip geht eigentlich so nicht nur nach dem Preis, sondern auch wirklich nach der Qualität. Also ich sag mal so, auf Platz 1 ist wirklich hier diese Lampe. Die Little Wizard Nummer 30 von den Dietz Lampen. Die ist wirklich sehr gut. Schöne Petroleumlampe. Wir werden sie auch noch sehen, wie sie brennen, aber das in einem separaten Video. Das ist erstmal halt nur so ein haptischer und physikalischer Vergleich. Das ist wirklich von der Funktion und von der, wie gesagt, von der Machart ist nicht so großartig anders, aber es funktioniert und es passt. Ja, Platz 1 haben wir schon mal erledigt. Hier ist es ein kleines bisschen schwieriger. Für was soll ich mich entscheiden? Ich lasse jetzt mal diesen kleinen Defekt, also es ist ja zweite Wahl, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es hier wegen diesem, jetzt ein bisschen schräg hier ist, ob es deswegen ist oder weil das Glas nicht richtig rausgeht. Das lasse ich jetzt mal, wahrscheinlich ist das bei anderen Lampen anders. Wenn man so direkt ohne zweite Wahl kauft, sage ich jetzt mal so. Weil die werden ja in der Fabrik da irgendwie eine Qualitätskontrolle haben. Die werden ja nicht Massenproduktion machen. 50 Millionen Dietz, Komet Nummer 50 Lampen, wo das Glas nicht rausgeht. Oder wo das Glas immer nur kaputt rauskommt. Also weiß ich nicht. Das werden die nicht machen. Ich sag mal so. Wie gesagt, einziger Unterschied ist natürlich, wir haben hier diese Einspannvorrichtung und hier fehlt sie. Bei der Nummer 76, bei der vernickelten. Da fehlt sie. Ich sage trotzdem, wie gesagt, es ist zweite Wahl, die günstige Lampe. Also zweite Wahl 10,85 Euro, Dietz Komet Nummer 50. Nee, doch. Ja, Dietz Komet Nummer 50 ist das, die 50er. Die kommt bei mir auf Platz 2. Die kommt auf Platz 2. Und auf Platz 3 ist diese Lampe.
wie gesagt, mir fehlt dieser Komfort und es ist doch ein kleines bisschen scharfkantig hier und da. Also was ich hier jetzt nicht so ertasten kann. Ne, das ist halt so ein bisschen, für mich ist die hier so ein bisschen billiger produziert, sage ich mal so. Ne, Gewicht müsste ich jetzt wiegen. Ne, Platz 1. Die Little Wizard Nummer 30. 25,95. Platz 2. Dietz Komet Nummer 50. Zweite Wahl. 10,85 Euro. Und auf Platz 3 für 19,95 Euro Dietz Nummer 76. Ja, das zum Vergleich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen weiterhelfen zur Kaufentscheidung. Wenn ihr ein bisschen Geld über habt, nehmt die Little Wizard. Ne? Die ist, wie gesagt, auch von der Helligkeit am stärksten. Wir werden das nochmal testen und uns angucken. Aber es ist gerade hell draußen, das müssen wir im Dunkeln machen. Und ja, die anderen beiden für den schmalen Geldbeutel funktionieren genauso. Ne? Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich bedanke mich natürlich auch bei petroleumlaterne.de für die relativ wirklich schnelle Lieferung per GLS. Also ich habe es am Sonntag bestellt. Wir haben heute Dienstag. Es ist jetzt da. Ne, das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und wünsche euch einen angenehmen petroleumlaternenreichen Tag. Tschüss!